And welcome back, folks. Welcome back to Let's Play Broken Sword: The Shadow of the Templars. Last time, we entered the sewers in Montfaucon, and spied upon a meeting of the a conspiracy of the new Knights Templars. They are now gone. That means that we can safely go down there and search for clues. A little bit faster, George. Nah. There's no option, unfortunately, to skip these animations. Anyway, that's the place where the conspiracy took place. Let's have a look. Auf dem Boden ist ein großer Kreis markiert mit einem Steinblock in der Mitte. Um den Kreis sind Wörter in den Stein gemeißelt. Can we read those? Auf dem Boden ist ein den Kreis. Auf dem Kreis sehe ich das Siegel der Tempelritter und zwei Sätze auf Latein. Non omnis moriar und clarior et tenebris. Ich werde nicht völlig sterben, das Hellere aus den Schatten. Keine Chance, mich ohne Boot da rauszukriegen. Das Wasser scheint zu einem unterirdischen Fluss oder so etwas zu gehören. Es war viel zu tief, um zu den Katakomben zu gehören. Interesting. Okay, you can't look at those. In der Mitte des Kreises steht ein Steinblock. Ein gebündelter Strahl des Tageslichts fällt aus der Oberwelt herab und trifft genau auf den Steinblock. Aha. I think I know what we have to do. Ich bemerke drei Kerben außen an der Oberfläche des Steines. Of course, we need to put the tripod on the stone pedal. And then put the gem on the tripod. Aha. Das Licht von oben fällt auf den Edelstein und wird in fünf saubere Einzelstrahlen gebrochen. Jeder Strahl beleuchtet einen Buchstaben. Beim Siegel beginnend lauten sie M-A-R-I-B. Marib. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, was zur Hölle das heißen soll. That is of course a place in Syria. Nico, ich habe sie gesehen. Wen? Die Templer. Ich spionierte ihnen bei einem Treffen in den Katakomben nach. Und du hast Ritter gesehen? Echte Templer? Ich beobachtete eine Gruppe von Typen, die sich als Templer verkleideten. Sie sind hinter so etwas wie dem Schwert von Baphomet her. Der falsche Doktor war da, der Typ, der Marquis getötet hat. Die Schriftrolle ist der Schlüssel, wie wir vermutet haben. Sie führt zum zerbrochenen Schwert, was immer das sein mag. Und welche Rolle hat der Mörder in dieser Geschichte? Er soll sie aufhalten. Diese Neotempler sind Männer und Frauen in einflussreichen Positionen. Siehst du den Zusammenhang? Plantar war einer von denen. Der Mörder tötete ihn wegen der Schriftrolle, damit sie das Schwert nicht finden. Aber jetzt haben wir das Manuskript. Ja. Wie können sie dann erwarten, das Schwert zu finden? Ich weiß es nicht. Du hast was von einer Linse und einem Typen namens Klausner erzählt, der nach Syrien ging. Offensichtlich haben sie nicht die Bedeutung des Ortes ihres Treffens erkannt. Nachdem sie weg waren, habe ich einen Steinsockel und eine eingemeißelte Inschrift gefunden. Ich legte den Edelstein auf das Dreibein, direkt unter einen Lichtstrahl. Der Edelstein teilte den Lichtstrahl und beleuchtete die Buchstaben M-A-R-I-B. Marib ist ein Dorf in Syrien. Dann haben die Neotempler einen Vorsprung. Klausner führte mich mit dem Rätsel dahin. Du wirst doch da nicht selber hingehen, oder? Warum nicht? Die Typen sind verrückt und gefährlich. Und dabei fällt mir ein, du solltest den Edelstein hier lassen. Okay, was ist mit dem Dreibein? Ich schicke es an André zurück, ohne Absender. Fair enough. Ist das something new on the... die Schriftrolle nochmal an. Something new on the map.
No, that's not the case. Okay. Let me show you my balls. Möchtest du diesen Jonglierball? Hast du getrunken, George? Nein, wieso? Weil du Blödsinn redest. Okay, that's... Meinst du, ich sollte nach Marib gehen? Es ist ein weiter Weg nach Syrien, George. Okay, let's go to Syria. But before we do that, we shall talk to this lady here. Oh, hi. Hallo, mein hübscher Freund. Ah, there's nothing. Was denken Sie über meinen Ball? Ich fange seine Vibrationen auf. Er wird weit reisen. Vielleicht komme ich später nochmal vorbei. Nicht vielleicht, Monsieur. Okay. Das werden Sie ganz sicher. Let's go to Syria. Marib. Der Stand wird von einem etwa 12-jährigen Jungen beobachtet. Die Flinte sieht gefährlich aus. Für den Benutzer. Ich will das Gewehr wirklich nicht mit mir herumschleppen. Ein altes Spielzeug und eine billige Gipsstatue. Hier scheint es nichts Brauchbares zu geben. Ein altes Spielzeug und eine billige Ich habe weder das Geld... Einige großartige Angebote liegen in dem Regal, vorausgesetzt, man betreibt ein Museum für Plunder. Ich bin nicht den ganzen Weg hierher gekommen, um Raritäten ausfindig zu machen. Es ist eine Glocke wie in der Rezeption eines Hotels. Etwas unerwartet hier. Let's press the bell. Okay. He didn't even bother asking us whether we wanted to buy something. Fair enough, let's talk to the boy. Hey da, junger Mann. Speak you the English? Speak you the Anglaise? Parlez-vous anglais? Ja, Sie und wirklich, oui. Und eher besser als Sie, wie sich's anhört. Ich bin Neo. Willkommen in meinem Reich ausgesuchter Qualitätsprodukte. Hi Neo, do you know anything about the Knights Templar? Sagt dir das Wort Templar etwas? Templar. Warum? Ja, natürlich. Also doch. Ja, eine tolle Romanserie von Leslie Chartres. Mit dem spitzbübischen Mr. Simon Templar in der Hauptrolle. Großartig. Du warst eine wirkliche Hilfe, Neo. Sonst noch was? Die Fernsehsendung Simon Templar in der Hauptrolle Roger Moore mit der fragenden Augenbraue. Und vorneweg ein Kerl mit Heiligenschein. Alles, was dir zu Templar einfällt, ist Roger Moore? Ich habe es eigentlich nur wegen dem Kerl mit dem Heiligenschein angeschaut. Bei dem waren die Animationen besser. Dann gehe ich recht in der Annahme, dass das Wort Templer dir nicht viel sagt. Nun, es gab da noch den Ritterorden, der 1312 von der Inquisition ausradiert wurde. So viel ich weiß. Die meine ich. Was weißt du noch darüber? Wie viel Information passt Ihrer Meinung nach auf eine Trivial Pursuit-Karte? Eine was? Aus der Mittelalter-Edition. Wir hatten sie vor ein paar Jahren mal am Stand. Fragen Sie mich doch mal, was ein Kanoniker ist. Los, das weiß ich alles. Vergiss es. Okay, vergiss für einige Minuten die Templer. Was weißt du über Ritter? Etwa die Kreuzritter? Sie kamen in einer wahnsinnigen und sinnlosen Mission in den Osten. Sie opferten Tausende von Menschenleben, einschließlich ihrer eigenen, für ihren Hochmut. Wie jemand daran was Romantisches finden kann, das verstehe ich nicht. You can tell that this dialogue right here is the game developer speaking.
Ist das dein Vater, der da hinten am Stand herumlungert? Er ist es. Ein netter, brüllender Zeitgenosse. Er heißt Ayub. Hört sich nicht so an, als ob du ihn sehr schätzt. Wirklich? Ich schätze ihn nicht nur, ich mag ihn sogar. Dafür, dass er ein so großes Geschrei macht, kommen wir gut miteinander aus. Das ist also der Marktstand. Oh, ja, Sir. Obwohl der Ausdruck Stand ihm nicht gerecht wird. Dem Großartigsten in dieser geschäftigen Metropole. Das hier ist eine geschäftige Metropole? Nun, nicht per se eigentlich, nein. Du sprichst unsere Sprache sehr gut. Danke, Sir. Ich habe es von Kassetten abgehört, die mein Onkel gehandelt hat. Oh, ein Sprachkurs. Nein, Sir. Chiefs and Wooster. Gassie Finknattel und Agatha Watto. Was kosten die Bücher auf diesem Regal? Haben Sie syrische Pfund? Ich habe, glaube ich, ein paar irische Pfund. Dann sind sie für Sie zu teuer, Sir. Okay. Let's just asking about our inventory stuff. Na, was hältst du davon? Oh, Sir, was für ein famoses Spielzeug. Eines Tages, wenn ich reich bin, baue ich eine weltberühmte Sammlung an knallbunten Bällen auf. Ist das dein Ernst? Todernst. Die Leute werden von weit her kommen, um meine... Ja? Sammlung zu besichtigen. Die Rockefellers und die Gettys können ihre Kollektionen der sogenannten hohen Kunst behalten. Beantworten Sie eine Frage. Was nützt ein Picasso, frage ich Sie, wenn man ihn nicht gegen die Wand werfen kann? Der Punkt geht an dich. Mal ehrlich, glaubst du wirklich, das Ding ist sowas Tolles? Nehmen Sie es weg, Sie Verführer. Ich tausche es gegen etwas vom Stand. Aha. Oh, wegen saisonal bedingten finanziellen Erwägungen kann ich mich darauf nicht einlassen. Ich dachte, du wolltest das Ding. Ich schon, Sir, aber der Stand nicht. Mit anderen Worten, dies ist nicht wirklich mein Stand. Und ich komme in große Schwierigkeiten, wenn ich etwas eintausche für Dinge, die ich haben möchte. Gibt es stattdessen vielleicht Gefälligkeiten, die Sie in Anspruch nehmen möchten? Momentan nicht, aber ich werde darauf zurückkommen. Okay, we have to keep this in mind. There's definitely some reason why we would want to give him the ball. Let us ask him about the rest of our inventory. Oh, ein Komödiant. Das erklärt manches. Hast du den Mann schon einmal gesehen? Nein, Sir, zum Glück nicht. Kalte Augen. Sagt dir der Name Moalin etwas? Nein, tut mir leid, altes Haus. Sieh dir das an, ein Hebeeisen, wie es von Kanalarbeitern in Paris benutzt wird. Tata, tata, Sir. Ich muss diesen Tag für die Nachwelt in Erinnerung halten. Meine Enkel werden fasziniert sein. Was hältst du davon? Nun, abgesehen vom Augenfälligen nur wenig, obwohl mir das Muster bekannt vorkommt. Dieser Gips war in Irland sehr hilfreich. Wirklich? Ihr Schatz an Reiseabenteuern fesselt mich unaufhörlich. Are you being sarcastic? Hier, gib mir die Hand, Neo. Lieber nicht, Sir. Jedenfalls nicht, solange Sie diesen Elektroschocker so ungeschickt in der Hand verbergen. That boy is really smart. Du hast das bemerkt? Die Dinger wurden in 3 verschiedenen Abrüstungskonferenzen verboten. Was hältst du davon? Exzellente Kunst, meisterliche Verarbeitung, 12. oder 13. Jahrhundert. Ich wünschte, ich könnte sowas verkaufen. Was hältst du davon? Offenbar ein 2-lagiges Papiertaschentuch. Standardgröße mit Flecken von weißer Schminke, Marke Bestimers Number 7, White Pancake. A little bit unlikely, but still... Bis dann, Neo. An extremely smart boy. Let us talk to this man. So peinlich es mir auch ist, es zuzugeben, man kann einen amerikanischen Touristen auf etliche Meilen Entfernung erkennen. Yeah. Let us talk to the American tourist. Ich habe mich gefragt, ob Sie mir helfen könnten. Klar, Junge. Für einen amerikanischen Mitbürger habe ich immer Zeit. Mein Name ist Henderson. Dwayne Henderson. Freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Henderson.
Teufel, Junge, ich bin nicht im Büro. Nenn mich Dwayne. Okay, okay, Dwayne. Ich heiße George Stobart. Okay, I'm sorry that the English subtitles... The English subtitles for Dwayne are displayed in a color that's really hard to spot on the background. But anyway, let us ask him about everything. Beginning with the boy Neo. Haben Sie mit Neo gesprochen? Neo? Er ist der Junge an dem Plunderstand, stimmt's? Ja, wir haben ihn getroffen. Er ist ein kluger Junge. Spricht 4 Sprachen und war nicht einen Tag in der Schule. Er könnte es weit bringen. Allerdings hat er versucht, uns so einen Plunder anzudrehen. Sie werden hier nichts Wichtiges finden. Ich weiß das. Und Sie wissen das. Aber versuchen Sie mal, das Pearl zu erklären. Sie glaubt, in diesen öden Ständen wären echte Antiquitäten versteckt. Hm. You wouldn't happen to know anything about the Knights Templar, would you? Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich eine sonderbare Frage stelle? Okay, aber vielleicht antworte ich darauf nicht. Wissen Sie etwas über die Templer? Die Tempelritter? Ja. Nö, überhaupt nichts. Hey, you're Sie lying. Wussten, dass es ein Ritterorden war. Was ich weiß und was ich sage, sind 2 verschiedene Dinge, Junge. Ich habe mich nicht so lange in diesem Geschäft halten können, ohne das zu wissen. In diesem Geschäft? Klar. Dem Geschäft mit Glückwunschkarten. Oh, bitte. Hm. That man is either insane or he knows more than what he says. Okay. Let me ask you even more curious questions. Ich habe das mittelalterliche Bildnis einer Frau gesehen. Königstum oder Adel, irgend so etwas. Sie schaute in einen Spiegel. Aber das Abbild stellte einen Mann mit 3 Gesichtern dar. Was halten Sie davon? Ich glaube, Sie brauchen eine Therapie. Sagt Ihnen dieses Bild eines Ritters, der eine Kristallkugel hält, irgendetwas? Teufel, nein! Was will ein Ritter mit einem Stück Glas? Ich weiß nicht, das ist das Problem. Stimmt etwas nicht, Junge? Es ist keine Kristallkugel. Jetzt wird mir alles klar. Was die Verschwörer als Verlust beklagt hatten, die seltsame Schlussfolgerung im Manuskript, es ist eine Linse. Yep, of course. A lens that we need to put on the end of the manuscript that the knight in the Church of Montfaucon holds. The very same lens that was lost by Klausner in Syria. So we are here to find this lens. Let me ask you about the other things. Glauben Sie, Bullen haben hier einen besonderen Stellenwert? Außergewöhnliche Frage, George. Nein, das glaube ich nicht. Sie sind weit weg von zu Hause, Dwayne. Könnte dasselbe von Ihnen sagen, George. Ich bin nur auf Urlaub, das ist alles. Ohne Fotoapparat? Etwas nachlässig, von so weit herzukommen. Und keine Bilder zu machen. Was dagegen, wenn ich ein Foto von Ihnen mache, George? Was? Yes, in fact. Oh, Sie hätten mich warnen können. Es macht Ihnen doch nichts aus, oder, George? In fact, die Leute zu Hause werden sich sehr dafür interessieren. Who are the people back home? Wo ist Ihre Frau, Dwayne? Pearl. Oh, sie ist hier irgendwo auf der Suche nach Schnäppchen. Wovon lebt Pearl? Oh, ich leite eine Firma für Glückwunschkarten. Und Pearl schreibt dafür die Gedichte. Sie sollten sie bitten, einige zu rezitieren. Was machen Sie, Dwayne? Habe ich das nicht gesagt? Oh, ich leite eine Firma für Glückwunschkarten. Jupp, wir sind aus Cleveland, Ohio. Was halten Sie davon? Ist ein Ball. Großartig. Erkennen Sie das wieder? Die rote Nase eines Clowns. Have you seen this murderer? Haben Sie den Mann schon mal gesehen? Vielleicht. Woher haben Sie das? Ich habe es irgendwo aufgelesen. Klar.
Ich sammle auch immer Fotos von Fremden auf und frag mich damit durch. Oh, that answer was a bit strange. Da, ich habe noch ein Bild von einem völlig Fremden. Vielleicht frage ich mich mit dem hier durch. It seems as if Dwayne would actually know this guy. Sagt Ihnen der Name Moalin etwas? Nein. Was halten Sie davon? Ein Schlüssel zum Hochheben von Kanaldeckeln und? Hey, wie kommt es, dass Sie das wiedererkennen? Hey, wie kommt es, dass Sie das herumschleppen? Nun gut, wechseln wir das Thema. Sagen Ihnen diese Streichhölzer etwas? Nichts, überhaupt nichts. Schauen Sie, hier ist etwas Stuckgips. Ja? Ich habe ein Bild von mir, wie ich gerade George Bush die Hand schüttele. Natürlich, das war damals im Jahr 76. Reichen Sie mir die Hand, Dwayne. Warum? Aus Freundlichkeit. Lassen Sie uns freundlich sein und die Hände bei uns behalten, okay? Was machen Sie mit dem Kelch? Sieht alt aus. Ist der zu verkaufen? Tut mir leid. Was halten Sie von diesem Lappen mit Schminke? Haben Sie sich mit Schauspielern herumgetrieben? And okay, bis bald, Dwayne. Yeah. Worauf Sie sich verlassen können, when we'll come George. Back, folks. We will talk to Pearl right over there and yeah. Try to find Klausner's lens. So until next time, folks. Until then.